So, hallo liebe YouTuber und willkommen bei Let's Play Dead Island. Und dazu haben wir nämlich auch gerade ein schönes Gimmick, denn Nikodem ist ein kleiner Raser und rennt uns auch rückwärts hinterher. Da sollten wir extrem schnell fahren, denn aus irgendwelchen Gründen hat er sich im Auto verhakelt beim Auspuff und jetzt stückelt er auch so hinterher. Das sieht echt geil aus, auch noch weil er rückwärts läuft, ey. Tock, 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 tock. Das klappt so schön. Ja, ich fahr mal, ja. Ja. Und man muss wirklich sagen, das Witzige ist, der rennt auch genauso schnell wie wir fahren, ey. Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich jetzt Beifahrer? Ich stand auf der rechten Seite, hä? Das ist einfach nur so endkomisch. Ja, schon wieder? So, jetzt fährst du. Aber dafür können wir 5 Saftpakete. Ey, das Auto backt auch voll. Ich steige auf der linken Seite ein und sitze auf der rechten Seite steige ich an. Das klingt doch nach einem Plan. Okay, jetzt bin ich Fahrer. Okay. Seid ihr bereit? Auf geht's. Jo. Ja. Muss aber halt langsamer anfahren. Schau ja, wie er hinterher stöckelt. Oh, jetzt kommt er nicht mehr hinterher. Jetzt wird er schneller. Oh mein Gott, jetzt kriegt er die Raserei. Warte, jetzt kriegt er die Raserei. Alter, schau mal, wie der abgeht. Warte mal kurz. Bleib mal kurz stehen. 100 Meter hinter. Oh, guck mal, da hinten stöckelt er. Alter, geht ab. Ihr habt euer Wechselgeld liegen lassen, Jungs. Alter, wie das stöckelt. Vor allem so seitlich, weißt du? Wir können ein bisschen Offroad fahren hier. Offroad, Alter. Mal bei Futurama. Soldberg. Better Soldberg. Seht ihr ihn noch, ja? Seht ihr ihn noch? Ja, ein bisschen. Okay. Das ist so geil, ey. Auf dem Radar kannst du sehen, wie weit er weg ist. Echt? Ah, stimmt, der grüne Punkt, alles klar, okay, danke. Ja, passt bloß auf, zum Schluss verpackt er sich in irgendwas. Ich schau mal, ob er so die an die Zombies hier sich... Es wäre gewesen, wenn er sich im Rad verpackt, wie er sich da mitgedreht hätte. Weißt du, das wäre auch geil. Auf einmal explodiert einfach das. Alter, der läuft wieder alte oben. Das ist doch so voll schnell, Alter. Das ist so geil. Schau, wie er stöckelt, ist er so richtig schnell. Weißt du, was geil gewesen wäre, wenn er sich in den... Ey, ohne Mist. Ich hab mir gedacht, stell dir mal vor, wenn er sich im Reifen verpackt hätte, wenn er dann sich dann so gedreht hätte wie in der Waschmaschine. Das wäre bestimmt. Hey, warte. Alter, hier hinterher. Die Tussi wolltest du vorhin überfahren. Alter, die versinkt in der Straße. So. Für die optimale Bodenhaftung. Jetzt die Beine in der Straße versenken, Alter. Oh, scheiße, die taucht ja ab bis sonst wohin. Wir müssen übrigens noch 400 Meter fahren, ja. Das dauert noch ein bisschen. Das sieht einfach nur so endgeil aus. Ja, hab doch gesagt, Kisten vergessen hier. Ey, das ist meine Oma, wenn ich mich weigere, was vom Mittagessen mitzunehmen. Das ist super. Warte doch. Das ist so du musst geil. Doch was vergessen. So Alter, wie er über das Auto gerade gehockelt ist, ey, so geil. Boah, aber das packt hier bei mir auch übelst. So, Shappy, Fahrerwechsel. Aus meiner Sicht. Was? Okay. Nee. Jeder darf mal fahren. Scheiße. Das ist kein Privileg. Außer Nikodem. Außer Nikodem. Ja. Ich bin mittendrin. Auf geht's, Kistenträger. Nikodem. Yeah. Ja, es sieht echt... Oh, seitlich ist auch sehr hübsch, muss ich sagen. Vorsicht, Zombie. Jetzt rennt hier ein Zombie hinterher. Es wird immer spannender hier langsam. Müssen wir nicht. Wo fährst du denn lang, Alter? Wir müssen, ja klar müssen wir zum Leuchtturm. Wohin fährst du denn? Ich weiß nicht. Ah nein, nicht Nikodem überfahren. Du hast doch die Quest auf der Map oben. Was? Hab ich gemacht? Okay. Ja, du fährst richtig, auf jeden Fall. Leute, ich hab woanders hin. Angst, so viele Zombies wie hinter mir sind. Nee, das passt schon. Achtung, nein, das ist so Nikodem. Nein, du fährst falsch, andere Richtung. Schalt doch einfach die Quest an, verdammte Axt. Oh. Das war's mit dem Auto. Hast du das Auto wirklich da auf den Stein gesetzt, ey? Mit Nikodem zusammen, ey, und die ganzen Safttüten. Jawohl, Double Headshot. Leute, kann man jemand anschieben? Oh Gott, ey, Shappy hat's kaputt gemacht. Alter, scheiße. Wie sollen wir die Safttüten runterkriegen? Die können wir schon wieder runternehmen, glaube ich, aber... Alter, wie... Den Nikodem kriegen wir hier nicht weg. Es ist so gut. Warum habe ich ihn überfahren lassen, ey? Ja. Ey, Kavalier, hol mir kurz eine Kiste. Hol mir kurz eine Kiste und haus hinten auf dem Auto drauf. Na, da geht gar nichts, ey. Da geht gar nichts, ey. Ja, wir müssen eine Kiste holen und hinten unten aufs Auto drauf. Nein, nicht die Kiste.
So eine Holzkiste von der Tanke. I'm free, motherfuckers! Ach so. I'm free, motherfuckers! Ja, weil ich dir die Kiste abgenommen habe. Ach so. Oh, ich beweg mich. Verstehe. Ja, dann nimm die Saftkiste und schmeiß die von unten ran. Ja, nee, wir nicht okay. Die Kiste brauchen wir eine andere. Wieso? Das geht doch mit der Auto. Nein, wir haben hier okay. Vier Stück. Nein, das Moment, ist egal. Dann werde ich dir eine von der Saftkiste. Dann werde ich dir von unten ran. Was macht ihr denn? Vollgas, nach vorne bitte. Nach vorne? Geht gar nichts. Einfach Vollgas nach vorne geben. Ich werde jetzt in die Kiste rein. Ein bisschen reparieren, so. Okay, gehst du rein? Geh Vollgas, jetzt. Hab ich doch schon die ganze Zeit. Feuer! Boah, Alter, das hat gar nichts gesehen. Wow, shit, fuck. Ja, der Rückwärtsgang tut was. Einfach drüber geschoben. Wow. Sorry, ich hatte Vollgas. Seid ihr wieder dabei, ja? Scheiße, Alter. So, fahr, Junge. Ja. Ich kann das nämlich überhaupt nicht. Ja, war doch nett. Wahrscheinlich explodiert das Ding jetzt und ich... Oh, shit. Alter, hast du das gesehen? Nope. Nein. Nee, ja, die Zombies... Das ist gerade so quer durchs Cockpit gebackt, das Ding. Nee, hab ich nicht gesehen. Noch nicht. Irgendwie hab ich das Gefühl, ach, dieses Spiel macht einen fertig, ey. Ich hab das Gefühl, als hätten wir irgendwie 20.000 Patches verpasst. Wow. Wow, fuck, was war hoppala. Das? Alter, das war voll der Brainmörser, Alter. Und warum raucht das Auto jetzt nicht mehr voll realistisch? Noch mehr Schaden verursacht, raucht noch weniger. Ja. Nee, wenn du zu wenig Schaden machst, geht's Auto kaputt. What the fuck? Ja, der kam nicht. Er hat mich gezündet. Nee, tut mir leid. Anders wie diese Bombe. Halt, scheiße, Mann. Ich bin vorbeigefahren. Wie er den Piraten weggekickt hat. Halt, warte, wir haben hier... Oh, sorry, ich hab jetzt Zeit noch drauf. Was, wir sind doch hier richtig. Ja, okay, du hast recht. Meine Anzeige hat gerade gesponnen auf den Quest. Auf einmal musst du wieder rausfahren. Alter, warum fahrt ihr... Was? Wo bin ich hier jetzt? Alter, hör auf! Bremst! Was? Alter! Das kannst du eigentlich... Hier hast du einen rostigen Hammer, Alter. Also irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. Wo müssen wir jetzt genau hin? Hier. Wir haben die Saftkiste jetzt fertig. Ah, ich hab wahrscheinlich die nächste Quest schon. Na, dankeschön! Vorsicht, da vorne, Scheppi! Schieb mich einfach aus. So, wo müssen wir die jetzt abliefern? Jeder eine bitte? So, wo müssen wir die jetzt hinliefern? Weiß ich nicht. Zumindest jetzt, ihr könnt mir folgen, sieht gut aus. Jo. Da, zum Check müssen wir die bringen, die blöde Saftscheiße, glaube ich. Zum Check. Der Handsome Check. Aber bei dem geht gar nichts, ey. Aber trotzdem ist er das Ziel. Ich kann den nicht anklicken. Das ist eine falsche Quest aktiviert. Ich hab mal die Kiste dahin geschmissen, du Arsch. Nimm die Scheiße hier! Geh mal mit ihm. Geht auch nicht. Geht nicht, ey. Lol. Müssen wir ein Stockwerk höher vielleicht, aufs Dach oder so? Die Questbeschreibung mal hin müssen. Das ist eine gute Idee. Rede mit Cinnamoy. Was? Dann müssen wir zum Leuchtturm fahren. Rede mal. Ah, ja. Also ab zum Leuchtturm, Planänderung. Alle Päckchen wieder. Nee. Ja, aber Cinnamoy ist doch hier. Oh, ja, wir brauchen nur zwei Packs übrigens. Zwei reichen. Ist oben, stimmt. Ja, oben. Ja. Haben wir auch gedacht, der muss hoch. Alter Kavalier, du stöckelst so richtig schön. Hier, nimm dein Scheißpaket selbst, ey. Alter, ich hab gerade gewartet, warum fliegt jetzt vor, warum regnet jetzt Saftkisten? Ja, weil wir brauchen nur zwei, steht in der Missionsbeschreibung. Wo soll ich so einen Scheiß schleppen? Alter, was soll ich? Warum nicht? Brauchen wir jetzt doch drei? Ja, weil wir nur zwei brauchen. Einfach. Wir brauchen nur zwei. Wie voll real in der Zombie-Akkord. Wir finden vier. Jo, das ist er. Ah, liefern nur zwei ab, weil wir sagen, scheiß drauf, hat nur zwei gesagt. Hier. Also hier passiert da nichts. Ja, wir müssen warten, glaube ich, bis er da ist. Oder der ist doch da. Der steht doch hier direkt vor uns. Ach, dass er geistig auch da ist. Können wir ihn alle mal treten, dass er wieder klarkommt hier? Was soll denn das? Mann! Mann! Suchen und plündern. Besuchen Sie. Bei der Tankstelle bringe zwei Getränkepacks zurück. Rede mit Cinnamoy. Haben wir gemacht. So eine Scheiße. Das ist doch irgendwo komisch. Müsste es doch hier so eine Anzeige geben, wo wir die abstellen können. Es gibt ja diese durchsichtigen Models dann, wo wir die draufstellen könnten. Genau. Und die müssten ja direkt hier sein irgendwo. Hier leuchtet aber nichts. Wird vor die Tür irgendwo. Hier leuchten. Objekt abliefern, Objekt nehmen. Also diese Hände, bitte diese roten Hände. Hm.
Das sind die Saftkisten. Es gibt, ja, wer ist denn der Pirat da, wo du bist, ist noch so eine rote Hand, wenn du nach links gehst jetzt. Ja, ja, das ist auch eine Saftkiste. Ah, okay, alles klar. Ja, da, wir hatten eine Auswahl von verschiedenen Saftkisten. Vielleicht müssen wir doch vier mitnehmen, weil wir einfach zu viert spielen, ey, verdammte Axt, ey. Ich hol mir auch noch eine. Hol das Zeug. Weil die werden auf jeden Fall als Missionsziel da noch angezeigt, irgendwie so. Da sind keine mehr, ne? Doch, hier ist auch ne. Ja, aber bei mir zeigt auch die Wegbeschreibung total anders an. Also du bist auf deiner falschen Quest. Bei mir zeigt er irgendwie gerade noch zu einer anderen Saftkiste. Ja, ich hol die. Also die Saftkisten haben wir jetzt alle hier. Die, jeder hat so eine rote Hand hier. Hier draußen liegt irgendwie noch eine rum, glaube ich. Saftkisten, ey. Also wie viele Saftkisten brauchst du noch, du Arsch hier, ey? Mensch. Was? Hä? Was? Bei mir. Wie? Draußen in der Garage beim Reparaturtisch. Ist ja voll logisch. Ist ja natürlich voll logisch. Ja, geht schon. Es ist einigermaßen logisch, hier so bei den Vorräten. Da müssen wir die hinbringen, oder was? Ja. Ja. Aha. Ach stimmt, hier sieht man's. Ah. Postmodel. Du sollst nicht hinschmeißen, sondern ablegen. Alter, was kannst du eigentlich, ey? Das ist auch irgendwie... Passt doch. Wieso, wir sind doch fertig. Es waren nur zwei Stück, die wir machen mussten. Aber jetzt müssen wir mit dem Alten jetzt da oben reden, oder? Genau. Hier fahrt mal gerne durch die Gegend hier da unten. Fuck. Oh. Nein, nicht schon wieder! Doch! Ich wollte nur mal ordentlich parken. Ah, jetzt können wir reden. Jungs, wo seid ihr? Herkommen. Jetzt komme ich nicht rein. Ja. Verdammt. Schöne Tattoos hast du, junger Mann. Attacke! Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. I am stronger. Wir haben fett OP XP bekommen. Und Cash gibt's auch noch bei ihm, ja. Wir können brabbeln mit ihm. Wir sollten jetzt irgendwann mal die Hauptquest weiter. Das ist die Hauptquest. Ja, doch, wir haben die Hauptquest genommen. Ja, dann machen wir weiter mit... Ja, geboren für die Wildnis. Ist dann Hauptquest, wie es weitergeht. Und rede mit Cinnamon ist die nächste Mission. Also reden wir wieder mit dem Typen. Wunderbar. Hochtiefgarage. Können wir da hin uns teleportieren, schnell reisen, Hochtiefgarage? Macht das Sinn? Nee, bloß zum Rettungsschwimmerturm. Ach so. Okay. Mal die Quest auswählen hier. Was sagt die Karte? Habt ihr euch teleportiert? So, welche Quest? Nope. Die oberste. Moment, die Quest war was nochmal für ein Shortcut? Ich drücke immer nur I für Inventar und gehe dann auf Quest. Genau, so mache ich auch. Geboren für die Wildnis. Ist bei mir kein Inventar mehr. Ja, was weiß ich, wo du deine Tasten hingelegt hast. Was haben wir gesagt, verfolgen wir jetzt? Geborgen für die Wildnis. Geboren für die Wildnis. Ja, nicht die Hauptquest. Nee, lass mal die Nebenqueste machen. Familienangelegenheit. Machen wir jetzt erstmal halt... Yay! Dass wir ein bisschen vorwärts kommen und dann können wir wieder Nebenquests machen. Oder wir machen gar nie Nebenquests und machen nur Hauptquests. Das wäre auch möglich, weil ansonsten würde das Ding immer so lang dauern, so endlos lang. Ja. Also. Ich meine, die Nebenquests, das sind ja so Sachen, das können sich da unsere Nebenschauer selber erspielen. Genau. Wir müssen alles. Auf jeden Fall zur Hochtiefgarage steht hier. Das ist so die nächsten Mission. Also verfolgen wir ab sofort nur noch Hauptquests, Leute. Ihr habt's gehört. Yo. Ja, vielleicht tun wir aus Jux und Dallerei vielleicht mal den Nebenquest abgeben. Wir sagen, wir haben jetzt voll Bock auf sowas und wir können es nebenbei noch erledigen. Ich denke auch, dass wir durch die Hauptquest an vielen Nebenquests einfach vorbeikommen und die vielleicht auch so nebenbei lösen. Ja. Übrigens weiß ich nicht, es gibt keinen Weg hier, wo ich hinfahren muss. Ich sehe nur die Entfernung hier, 213 Meter. Nee, bei mir gibt's einen Weg. Echt? Bei mir nicht. Aber lass ihn bloß nicht fahren. Er hat nur gesagt, damit er fahren darf. Willst du fahren oder? Weil ich kann auch nicht fahren, sehe ich gerade. Ja, jetzt hat es wieder aufgehört zu rauchen. Ich sehe jetzt... Ja, meine Map ist jetzt auch komplett weg. Hä, was? Hier, so hier geradeaus, ja? Einfach weiterfahren. Okay. Okay. Danke, also, Herr Navi. Hier fährst du weiter weg von dem Zug jetzt. Ja, komisch, ne? Was? Ich auch. Ich sehe da unten auch nur die 340 Meter. Vielleicht... Ich check das doch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also bei mir, ich hab die Hauptquest da weiter verfolgt. Also ich sag da, wir sollen hoch zum Leuchten. Nee, warte, da vorne abbiegen. Links? Schon, ne? Yes. Genau. Ich glaube, wir müssen zum Hotel, glaube ich. Ja, genau. Hochtief ist so dieses... Ja, da auf der Map. So, nach links. Da jetzt nach jo. Links, genau. Ja, ich weiß schon, wo es ist jetzt. Alles klar. Kenn mich aus. Die Straße führt jetzt direkt zum Hotel. Die nächste links. Hier, was, die nächste? Hier, okay. Die nächste links. So,
Weiter, weiter. Exacto. Ja. Geradeaus dann, immer weiter. Ich glaube, man erkennt es hier im Bordell. Du bist zu weit gefahren. Boah, Alter. Aussteigen! Aussteigen! So, wo ist denn dieser Parking-Typ da, dass man so Schlüssel sagen kann und ja, so einparken? Ganz kurz, bevor wir weiter rumschauen, würde ich sagen, machen wir mal kurz einen Break und dann haben wir wieder auf den Sack, oder wie? Jo, jawohl, dann immer schön dran denken, Leute. Haut den Zombies! Auf die Fresse! Gut, auf Wiedersehen! Gute Tschüss!